Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Wir lesen heute zusammen die Seite 882 und wir werden Kapitel 27 beenden. Und wir haben gelesen, dass es ein Klagelied ist über Tyrus, das angestimmt wird von den Völkern drumherum. Und wir haben darin beschrieben, wie wunderbar und wie groß und mächtig Tyrus war. Wir werden aber heute auch lesen, wie jämmerlich Tyrus zugrunde gegangen ist. Und bevor wir hineingehen in das Wort Gottes, lass uns beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dich bitten, dass du uns Weisheit gibst, wenn wir dein Wort jetzt lesen. Dass, wenn wir es lesen, dass wir auch ja, die Brücke schlagen und verstehen, was du uns damit sagen möchtest, dass dieser Reichtum und diese Schönheit und Größe von Tyrus vergangen ist und was mit dir passiert ist und wie vergänglich die Dinge dieser Welt sind. In deinem Namen bitte ich das. Amen. Wir beginnen Kapitel 27, Vers 10. Die Perser, die Leute von Lut und Put, waren in deinem Heer als deine Kriegsleute. Sie hängten ihre Schilde und Helme bei dir auf. Sie verliehen dir Glanz. Wir haben hier die Perser erwähnt und interessant ist, dass das geschrieben wurde, lange bevor die Perser überhaupt irgendeine Bedeutung erlangten, geschweige denn Weltmacht wurden. Aber es gab schon persische Söldner in der Armee von Tyrus und auch die Lydier in Form von Lut und auch Libya als Put werden hier schon erwähnt. Die Söhne Arvats, das sind die Küstenstädte, die ist eine Küstenstadt, die nördlich von Zidon liegt, waren mit deinem Heer ringsum auf deinen Mauern und Gamaditer auf deinen Türmen. Sie hängten ihre Schilde ringsum an deinen Mauern auf, sie machten deine Schönheit vollkommen. Tarsis, das ist Spanien, hat mit dir Handel getrieben, mit einer Menge von allerlei Gütern, mit Silber, Eisen, Zinn und Blei, hat es deine Waren bezahlt. Also Tyrus hat ganz bis in den Westen von Europa, in den Südwesten Handel betrieben und Zinn ist eine Zutat, die man ja braucht, um Bronze herzustellen. Zinn und Kupfer ergeben Bronze und dieses Zinn hat man aus Britannien geholt und gewonnen. Also das gibt uns auch einen Hinweis, wohin die Schiffe von Tyrus gelangt sind. Javan, das sind die Griechen, Tubal und Mesech sind deine Kunden gewesen, mit Menschenseelen und ehernen Geräten haben sie Tauschhandel mit dir betrieben. Und das sind die ganzen Japhetiten hier, Javan, Tubal und Mesech. Die vom Haus Togarma haben mit Pferden, Reitern und Maultieren deine Waren bezahlt. Togarma waren sehr wahrscheinlich Steppennomaden aus dem Norden vom Kontinent. Die Söhne Dedans, das sind die Araber, waren deine Kunden. Viele Küstenländer standen in Handelsbeziehung mit dir. Sie lieferten dir Stoßzähne aus Elfenbein und Ebenholz als Zahlung. Die Aramäer waren mit dir, haben mit dir Handel getrieben, wegen der Menge deiner Erzeugnisse. Für deine Waren gaben sie dir Karfunkel, roten Purpur, bunt gewirkte Stoffe, feines Leinen, Korallen und Rubinen, also Edelsteine und ganz viele tolle andere Stoffe. Juda und das Land Israel waren deine Kunden. Sie lieferten dir Weizen aus Minnit, Backwaren, Honig, Öl und Balsam im Austausch. Und wir bekommen den Eindruck, dass Tyrus hier ja ganz, ganz rege Handel betrieben hat mit allen möglichen Ländern, sowohl mit denen im Mittelmeerraum und darüber hinaus, aber auch mit den Ländern im Nahen Osten auf dem Festland. Damaskus trieb Handel mit dir wegen der Menge deiner Erzeugnisse, mit einer Menge von allerlei Gütern, mit Wein von Helbon und Wolle von Zachar. Vedan und Javan von Usal, das ist Südarabien, gaben dir geschmiedetes Eisen für dein Handelsgut. Kassia und Zimtrohr hatten sie für dich als Tauschware, also Gewürze. Dedan hat mit Satteldecken zum Reiten mit dir gehandelt. Die Araber und alle Fürsten von Kedar suchten dich auf mit Schafen, Widdern und Böcken. Damit trieben sie Handel mit dir. Die Kaufleute von Saba und Rama, das ist auch Südarabien, waren deine Kunden. Sie haben dir allerlei allerköstlichste Spezerei, allerlei Edelsteine und Gold für deine Ware gegeben. Haran, Kanne und Eden, das ist heute Nordsyrien. Die Kaufleute aus Saba, Assyrien und Kelmat sind deine Kunden gewesen. Wenn man diese ganze Liste so liest, dann hat man richtig den Eindruck, dass Globalisierung keine Erfindung des 20. und 21. Jahrhunderts ist, sondern dass das schon damals
passiert ist dadurch, dass Tyros so eine Nahtstelle war zwischen dem Mittelmeerraum und dem Nahen Osten und dort einfach alles zusammengekommen ist und ein unglaublicher Reichtum geherrscht hat und dieser Tauschhandel so richtig aufgeblüht ist. Es heißt weiter, sie trieben mit dir Handel, mit prächtigen Gewändern, mit Mäntel aus blauem Purpur und bunt gewirktem Stoff, mit zweifarbigen Stoffen, mit Schiffstauen und festgedrehten Seilen im Tausch gegen deine Waren. Tarsisschiffe zogen für dich dahin mit deinen Tauschwaren. Davon wurdest du sehr reich und geehrt im Herzen der Meere. Also es war der Mittelpunkt, das im Herzen der Meere. Es war sehr, ja, ein Dreh- und Angelpunkt, könnte man sagen. Und uns erinnert diese Handelstätigkeit von Tyros auch ganz arg an Babylon, an den Fall Babylons. Wenn wir in Offenbarung 18, Vers 11 bis 13 mal schauen, wenn ihr das nach diesem Video tut, dann werdet ihr sehen, dass es ganz viele Parallelen zwischen Tyros und Babylon gab. Denn auch ja, Babylon wird dargestellt als ein König, der viel Handel betreibt, der reich ist. Und wir werden ja noch lesen im Kapitel 28, wie auch der König von Tyros, der Fürst von Tyros aufgestellt war, dass er auch wunderbar war, wunderschön und sehr reich. Und wenn wir jetzt weiterlesen, werden wir diesen Fall von Tyros sehen. Ab Vers 26, deine Ruderknechte haben dich über viele Wasser gebracht. Ein Ostwind, der Ostwind ist ein Bild für die Zerstörung, soll dich zerbrechen im Herzen der Meere. Und hier geschieht der Turning Point in diesem Kapitel. Hier schlägt es um. Deine Reichtümer und dein Absatz, deine Tauschware, deine Seeleute und deine Steuermänner, deine Schiffszimmerleute und deine Tauschhändler und alle deine Kriegsleute, die bei dir sind, samt der ganzen Volksmenge in dir werden mitten ins Meer stürzen am Tag deines Falls. Von dem Geschrei deiner Steuermänner wird das Festland erzittern. Alle, die das Ruder führen, die Schiffsleute und alle Steuermänner auf dem Meer, werden aus ihren Schiffen steigen und ans Land treten. Und sie werden deinetwegen ihre Stimme erheben und bitterlich schreien. Sie werden Staub auf ihre Häupter werfen und sich in Asche wälzen. Auch werden sich um deinetwillen kahl scheren und Sacktuch anlegen. Sie werden dich mit traurigem Herzen und in bitterer Klage beweinen. Also hier gibt es Trauer und Entsetzen über die Zerstörung von Tyros. Und in ihrem Jammer werden sie ein Klagelied über dich anstimmen und über dich wehklagen. Wer ist wie Tyros, das so still geworden ist mitten im Meer? Es ist ganz verstummt. Als deine Waren von den Meeren her kamen, ernährtest du viele Völker. Mit der Menge deiner Reichtümer und mit deinen Tauschwaren hast du die Könige der Erde bereichert. Also es war eine unglaublich reiche Stadt, die auch viele versorgt hat. Nun aber, da du zerschellt und von den Meeren verschwunden und in die Wassertiefen gestürzt worden bist, sind deine Tauschwaren und all dein Volk in deiner Mitte gefallen. Alle Einwohner der Inseln sind entsetzt über dich und alle ihre Könige sind von Schauder erfasst, ihre Angesichter beben. Die Kaufleute unter den Völkern zischen über dich, du bist zum Schreckbild geworden und bist für immer dahin. Ja, wenn wir diese Verse lesen, dann erinnert uns das ganz stark an diesen Fall auch von Babylon, die ja auch so furchtbar gefallen ist und wo sich die Kaufleute entsetzt haben über ihren Fall. Und wir sehen, dass Tyros und Babylon ganz eng verknüpft sind. Und in Jesaja 14 haben wir dieses Bild von Luzifer, der ja als König von Babylon dargestellt wird. Und wir haben hier in Kapitel 28 den Luzifer, der als König von Tyros dargestellt wird. Und sowohl in Jesaja 14 als auch in Hesekiel 28 fällt dieser Luzifer, dieser Satan, einmal durch den König von Babylon dargestellt, einmal durch den König von Tyros dargestellt. Und ihr könnt schon ganz gespannt sein, was wir morgen lesen werden in Kapitel 28. Und diese Kapitel über den Fall von Tyros, die möchten uns sehr, sehr viel sagen und sehr, sehr viel mitteilen. Und daraus können wir sehr viel lernen, auch für die Prophetie, auch für die Offenbarung. Und
ihr dürft es noch weiter studieren und dürft euch noch weiter darin vertiefen, als es diese Andacht in 10 Minuten tun kann. Und lasst uns jetzt am Ende gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, deine Bibel ist so reichhaltig und so tief, dass wir immer wieder neue Dinge entdecken können, dass wir Neues lernen dürfen und dass wir nie Gefahr laufen, dass uns langweilig wird. Nein, dein Wort hat so viele Schätze und wenn wir graben, heben wir immer mehr von ihnen. Und dafür möchten wir dir danken in deinem Namen. Amen.